Ja, heute bin ich in Bozen beim Christoph Unterhofer vom Weingut Reiter. Grüß dich. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, um mir ein bisschen und unseren Zuschauern dein Weingut zu zeigen. Wo genau sind wir jetzt hier? Ja, wir sind hier in Bozen am westlichen Stadtrand. Ja. Das ist da noch die verbliebene Lagreininsel, wo wir das Glück haben, Stickel Weingut zu besitzen und da eben zu wohnen auch. Aha. Und hier in Südtirol, in Bozen, da ist es ziemlich warm. Auch jetzt noch im November spürt man die Stärke der Sonne. Sind deine Weinberge hier im Hintergrund irgendwo oder sind die außerhalb? Ja, das, was Weinlagereien anbelangt, ist da ein kleines Stück. Der meiste Grund ist auswärts. Gut, jetzt bin ich ganz gespannt auf dein Weingut. Dann lass uns doch mal reingehen, oder? Ja. Christoph, was hast du uns für einen Wein mitgebracht? Das ist unser Lagrein Rosé. Der heißt bei uns Lacretz. Zusammengesetzt aus den zwei Wörtern Lagrein Kretzer. Aha. Der ist ein bisschen strukturiert. Wir benennen den eben nicht Kretzer. Das dürften wir nicht wegen der Farbe wegen, weil er ein bisschen zu dunkel ist. Für einen Rosé relativ dunkel. Ist ja schon fast wie ein heller Rotwein, ne? Ja, es ist im Prinzip schon ein bisschen umstritten, ob das noch Rosé ist oder ob das schon Rotwein ist. Für mich ist es immer noch Rosé. Er hat die Eigenschaft vom Rosé und weil er eben ein bisschen eine längere Maturation macht, für einen Rosé relativ lang, hat er eben ein bisschen mehr Farbe und so weiter auch mehr Struktur und ein bisschen mehr Länge. Ja. Auf dein Wohl! Ja, und durch diese Vinifizierung von dem Lacretz kommt es dann auch zu ein bisschen intensiveren Fruchtaromen, da das ja alles sehr stark abgepresst wird. Somit kommt aus der Schale und aus dem Fruchtfleisch noch mehr Inhalt mit. Dann Lagrein noch mit der Maische seit 6 Wochen. Der bleibt voraussichtlich bis zum Frühjahr auf der Maische. Da haben wir noch mal Lagrein, der noch den Rest vergärt und nachher kommt es alles hinunter in unteren Stock in den Lagerkeller, wo die Holzfass stehen und da bleiben noch mal die restlichen 16 Monate. Das ist jetzt der Fromage 21, Jahrgang 21. Der ist aus Tramin, aus sehr alten Reben. Das ist ja eine alte Rebanlage, die zwischen 1940 und 1920 gepflanzt wurde. Tramin ist die Ortschaft. Tramin ist die Zone. Die Zone. Praktisch, es ist schon drunter, ist das Dorf Tramin. Das ist in der Zone von Tramin, praktisch in der angrenzenden Gemeinde von Kaltern.
Da, wo früher der Gewürztraminer ursprünglich mal herkam, ist das die? Ja, das ist so die Geschichte, die ja. Okay. Genau. Aber da gibt es noch eben so ein ganz altes Weingut, das wir glücklicherweise von unserem Freund gepachtet haben. Und da sind noch eben die sehr alten Rebstöcke mit einigen alten, fast vergessenen Klonen. Mhm. Bestückt sind und das braucht halt seine Zeit, bis es noch effektiv seine Trinkreife hat. Jetzt haben wir hier einen Vernatsch, der 2 Jahre, 3 Jahre alt ist. Nein. Der ist jetzt, das ist Jahrgang 21. 21. Und der bleibt noch bis im nächsten Jahr, praktisch um 23 wird er im Frühling, Sommer wird er abgefüllt. Mhm. Und dann bleibt er noch mal 1 bis 2 Jahre in der Flasche. Ah ja, okay. Also deswegen war ich jetzt ursprünglich falsch, weil ich dachte, trinkreif nach 3 Jahren und das ist jetzt quasi die erste Phase. Genau, das ist jetzt schon so ein bisschen die zweite Phase. Die erste Phase ist ja die Einkellerung und die Entwicklung von der Gärung, von der ersten Gärung in die zweite Gärung. Und dann die zweite Phase, was Holz anbelangt, die dann die 16 Monate im Holz bleibt, das ist die Stabilisierungsphase sozusagen. Und dann kommt noch einmal die Flaschenreifung dazu. Mhm. Also dann probieren wir mal. Ja. Lieber Christoph Unterhofer, Weingut Reither, erzähl mir dazu ein bisschen was. Ja, Reither ist unser Hofnamen, den wir übernommen haben vom Hof, wo mein Vater herkommt. Die Geschichte ist die, dass in der Gemeinde Bozen gibt es bereits 3 Reiterhöfe. Mhm. Jeweils in 3 verschiedenen Fraktionen aufgeteilt. Und Reiter bedeutet praktisch die Leute, die am Reiterhof gewohnt haben, die haben in der umliegenden Gegend oder praktisch in den umliegenden Höfen die neuen Rebstücke oder die neuen Anlagen umgerautet. So haben wir den Boden bearbeitet für die neue Anlage. Hat also nichts mit Pferden zu tun? Das hat mit Pferden überhaupt nichts zu tun, das ist der Neuraut. Ah, okay. Und der Raut ist praktisch das Stück, das neu bepflanzt wird. Und so heißt das, die Leute, die da das gemacht haben, das sind die Reiter. Also auch mit Reiter. Y geschrieben? Nein, immer. Das hat man mit praktisch groß geschrieben und nur mit I. Ganz frühere Zeiten auch mal Reiter oder Reuter. Aber das ist alles so eine Entwicklung und eine Überlieferung. Und wir haben uns in dem Moment auch dann gedacht, als wir angefangen haben, hier Wein auszubauen. Das war das erste Jahr im Jahr 2003. Und dann braucht es ja logischerweise auch ein Etikett und dort spätestens braucht man auch einen Namen. Ja. Und so haben wir uns entschlossen, den Reiter so ein bisschen zu modifizieren, so dass es auch noch einen Bezug zum Vater hat. Jetzt hast du uns noch eine Perle mitgebracht von einem Wein. Und willst du darüber noch was erzählen? Und hol doch mal die Flasche raus. Ja, das ist der Lagrein. Aha. Der heißt Rahm. Mhm. Das ist auch wieder so eine besondere Geschichte von der Lage hier. Die Lage hier heißt Rahmhütt. Das sind so die umliegenden Höfe, die hier sind. Die haben früher alle Vieh gehabt, ja. Und so zur Selbstversorgung. Und die überschüssige Milch, die sie hatten, die wurde bei dieser Rahmhütte gesammelt und praktisch so entrahmt. Ja, okay. Und nachdem diese Wirtschaftsweise nicht mehr existiert und dass die Hütte auch nicht mehr hier ist, haben wir uns entschieden, den Rahm zu nennen, weil ja alles andere
nicht mehr existiert. Der Rahmen ist insofern auch nicht ganz korrekt, aber es soll ein bisschen eine Erinnerung sein an diese Zeit. Und wichtig, kenne, hast du bestimmt zwei Gläser wieder dabei, oder? Ah ja. Soll ich den halten oder stellen wir den hier hin? Jawohl. Er hat auch entsprechendes Tannin. Lagrein braucht lange Zeit, bis er auch trinkreif ist. Nachdem der Wein dann in der ganzen Entwicklung nicht filtriert wird und auch nicht geschönt wird, braucht er eben längere Zeit als im Normalfall, als im herkömmlichen Sinne. Dann sind es jetzt eben diese 6 Jahre. Prost. Gibt es eigentlich, braucht man dafür einen speziellen Boden für diesen Wein? Es ist jetzt schon so, dass es sehr typisch für diese Gegend ist, den Lagrein anzubauen, vor allem weil er auf dem Boden so gut gedeiht. Wir haben da einen Porphyr-Schwemmboden. Das ist Schwemmboden von der Talfa. Das ist der Bach, was aus dem Saarntal kommt. Mhm. Das ist ein lehmiger Sand, im Groben gesagt. Der von den Bergen runtergeschwemmt wurde, deswegen genau. Schwemmboden, oder? Ursprünglicher Vulkan, auch okay. Hier praktisch der Bozener Talkessel ist ja ein alter Vulkan. Mhm. Die Porphyr-Berge oder die Berge, was um Bozen herum sind, die sind ja alle aus Vulkan oder praktisch aus Porphyr. Mhm. Und das Verwitterungsgestein oder das, was angeschwemmt wurde durch die Talfer und auch teilweise durch den Eisack, hat dort den Boden so formiert, dass es auch für den Lagrein ideal ist. Das ist jetzt das Weinlager, was so organisiert ist, dass wir alles in diese in die Ablagen geben, wo wir definitiv viel Platz sparen können. Da haben wir auf einem Palettenstellplatz um 30% mehr Möglichkeit zu lagern als in die Kartons. Und das ist eine tolle Sache, weil wenn wir dann auch noch Leergut haben, dann hat man ganz wenig Platzverlust. In der Regel werden alle Weine mehr als 2 Jahre in der Flasche dann noch gelagert. Der aktuelle Jahrgang momentan von Fornace ist 18 und beim Pierrot Weiß ist es 19 und beim Lagrein ist es momentan 16. Deswegen braucht es auch ein bisschen mehr Lagerplatz, Lagerraum, um dass man die ganzen Jahrgänge überlagern kann. Lieber Christoph, ich durfte ein tolles Weingut kennenlernen. Ganz neue Rebsorten, die ich so noch nicht kannte. Im Blick hinten dran, den Rosengarten, das hat man auch sehr selten. Ich werde natürlich dein ganzes Weingut, dein Job, was du auch hast, in der Videobeschreibung vernetzen, verlinken, sodass der ein oder andere nachschauen kann, wenn er bei dir selbst einen Wein kaufen will. Kann er dich direkt dann anrufen und hierher kommen, wie auch immer. Möchtest du noch so ein Schlusswort für unsere Zuschauer mitgeben auf den Weg? Ja, ich glaube schon, dass es wichtig ist, die Leute ein bisschen teilhaben zu lassen an dem, was wir hier am Hof machen. Und uns ist es schon seit langem wichtig, das alles nach biologischen Richtlinien zu bewirtschaften. Wir machen das jetzt seit 1995 und so wie man sieht, wir haben es überlebt. Also. Wir sind sicher ein bisschen ein Beweis auch dafür, dass es biologisch auch machbar ist, gute Weine zu produzieren, die für den Genuss geeignet sind. Also ich habe mitgenommen, Nachhaltigkeit, biologisch, alles das sind wichtige Punkte und ein exzellenter Wein. Klasse als Masse. Das ist das, was ich jetzt mitgenommen habe, oder?
Genau, das ist wichtig, dass das Produkt einfach gut ist und die Masse ist immer zweitrangig. Ich bedanke mich für den Besuch von dir. Sehr gern, sehr gern. Und für unsere Zuschauer, gerne schreibt was in die Kommentare rein. Der Winzer wird es beantworten. Und einfach liken, das ist immer wichtig. Denn das ist die Arbeit des Winzers. Dankeschön.